Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu meinem neuesten Angezockt, diesmal Disputed Space von Shiloh Games. Da habe ich wieder mal einen Key bekommen. Thank you very much for the key. Und das ist noch im Early Access, dieses Spiel. Sieht man ja auch hier, Early Access Bild. Und es ist ein Action-Adventure, beziehungsweise eine Simulation, wenn ich es richtig sehe. Und es ist quasi ein Shooter mit Raumschiffen. Also zumindest nach den Bildern, was ich bisher gesehen habe, scheint es sowas zu sein. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir audio- und videomäßig... Ja, ich würde sagen, die Lautstärke lassen wir einfach mal so, wenn das... Also, das werde ich ja sowieso beim Video-Rendern anpassen, gegebenenfalls. Die Framerate brauchen wir uns nicht anzeigen. Fullscreen, Ultra, jawohl, das sieht gut aus. Können wir noch was verstellen? Na, ich würde sagen, wir machen einfach mal neu. Wir schauen uns gar nicht erst die Controls an und starten einfach direkt ein neues Spiel. Speicherslot Nummer 1. Hui! Earth is under attack by Hive Carriers. Oh nein, und wir müssen sofort die Erde verteidigen. Ja! Ja? Defend the base. So, wir bewegen unser kleines Raumschiff. Da sehen wir Schüsse. Ah, da sind sie. So, das ist nämlich das Lustige. Es ist quasi ein Ego-Shooter, wenn man so will, aus Sicht eines Raumschiffs. Und das finde ich mal echt interessant, weil das ist mal... eine willkommene Abwechslung zu dem ganzen Shooter-Gedöns, was man sonst so vor die Nase gesetzt bekommt. Treffen wir eigentlich die ganze Zeit? Ne, wir schießen die ganze Zeit daneben. Oh, jetzt hat er uns entdeckt, der Lümmel. Ah, guck mal, wir haben auch mal getroffen. Schön. Komm. Alter, bleib hier. Kann ich ja nicht irgendwie Waffen wechseln? Ah, cool, wir haben Raketen. Tja, hätte ich mal gezielt, dann wäre das um einiges besser gewesen. So, der erste ist Platz, sehr schön. Kriegen wir dich da hinten auch etwa vor die Flinte, oder? Also irgendwie wünsche ich mir gerade noch sowas wie einen Booster. Oder so, dass wir einfach mal ein bisschen... Oh! Ich bin kaputt. Das ist schlecht zugegebenermaßen. Ja. Ah, mit Leertaste können wir auch schießen. Ist schon mal gut. Würde ich sagen, schießen wir einfach mal auf das Schiff hier und gucken mal, was passiert. Machen wir da überhaupt Schaden dran? Ah, im Moment, hier mache ich Schaden. Beziehungsweise wir machen die ganze Zeit am Schild schon Schaden, sehe ich. Aber da schießt... Oh, da ist jemand, der uns nicht gerade wohlgesonnen ist. Ja, endlich trifft man eine Rakete von mir. Sehr gut. Können wir weiter Ette hier beschießen? Ah, geh weg von mir! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Alter, komm her, du... Ah. Also das stelle ich mir, muss ich sagen, im Multiplayer doch ziemlich geil vor. Leider habe ich es nicht im Multiplayer. Ich weiß auch gerade nicht, ob der Multiplayer geht. Wir müssen dann gleich einfach mal schauen. Ich weiß auch nicht, ob das was ist, was man einfach nur so... Wo es einfach halt immer nur so ein, zwei Level gibt oder so. Oder ob das richtig eine Story ist, die wir durchspielen können. Das weiß ich gerade nicht. So, ich glaube, wir sollten einfach mal, können wir uns eigentlich... Ah, wir können uns auch drehen, sehr schön. Wen greifen wir... Ach, wer kommt denn da jetzt noch zum Spielen? Ist das unser Freund oder Feind? Ich weiß es gerade nicht. Aber den kleinen Lümmel, den müssen wir auf jeden Fall platt machen. So, ich würde sagen, wir müssen einfach mal gucken, wo unser großer Homeboy hier hinschießt. Und dann sollen wir mal an die gleiche Stelle schießen. Das könnte gut werden.
Bäm, das erste Schiff ist weg. Ja, geil. Mir fehlt noch so ein bisschen sowas wie eine Schadensanzeige, dass man mal sieht, wie viel Schaden man an einem Schiff schon gemacht hat. Ich sehe nämlich zum Beispiel, dass ich jetzt gleich so gut wie tot bin. Oben links. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie lange durchhalten kann, überleben werde oder so. Ich denke nicht. Ah, mein Schild regeneriert sich, aber leider habe ich schon von der Hülle her viel zu viel Schaden bekommen. Also der äußere Kreis ist, wie man sieht, mein Schild. Also gehe ich jetzt mal zu, habe ich jetzt zumindest so verstanden. Und der innere Kreis, das ist dann meine tatsächliche Panzerung. Bist du eigentlich ein Freund oder ein Feind? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber da das meine Hauptstation ist, gehe ich mal davon aus, dass das ein Feind ist. Drum schieße ich einfach mal auf alles. Also mir würde hier noch, mir fehlt noch offen gesagt so ein bisschen Information. Also wie gesagt, wer Freund oder Feind ist. Ich meine, bei den Gelben und so, da war das ja bisher relativ eindeutig, aber hier ist das jetzt gerade irgendwie echt schwer zu sehen. Bei dem. Aber egal, wir schießen es einfach mal ab und im Zweifel haben wir unser eigenes Schiff kaputt gemacht. Haben wir doch irgendwelche anderen Waffen? Nee, ne? Nee, aktuell nicht, okay. Schießt ihr überhaupt dahin oder ballert er einfach nur so kurz und quer? Ach, da. Oh. Ach, und wieder bin ich tot. Mensch, ist doch Schiete. So, ah! Hilfe! Ne, Moment, die beschießen sich gegenseitig. Das heißt doch eigentlich, der müsste doch unser Freund sein, oder? Okay, dann haben wir vermutlich die ganze Zeit auf unser Schiff geschossen. Toll. Gut, das ändern wir jetzt. Indem wir nur noch auf ihn schießen. Den Grandmaster Schnuckelpuffel. Und wir hoffen einfach mal, dass wir hier auch ein bisschen Schaden verursachen an dem dicken Otto. Bam, und da ist er down. Komm, ich kriege wieder auch noch platt hier. Na, komm her, sehr schön. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Freund oder Feind? Da die Rakete durchging, glaube ich, ihr seid meine Freunde. Oh, jetzt habe ich gepennt und bin mal wieder tot. Welche Überraschung. So, wo ist denn der Gott des Gemetzels hier? Ich glaube, es ist gar nicht mehr so viel und es sind nur noch kleine Raumschiffe. Ich teste jetzt gerade mal die Steuerung ein bisschen durch. Ah! Cool, wir können doch unsere Waffen verändern. Okay, gut zu wissen. So, der schießt da oben hin. Was ist denn da? Ach, da, auf den. Uiuiui, ui, ui, jetzt kommen sie aber hier. Bam, da ist er down. Excellent. Hey, wir haben die erste Mission geschafft. Wuhu, Hive Carrier detected in nearby system. Das heißt, direkt auf zur nächsten Mission ohne weitere Umschweife. Oh ja, destroy enemy fleet. Ja, da haben wir uns ja was vorgenommen. Gehen wir doch mal direkt auf die dicken Schiffe, damit nicht zu viele kleine spawnen. Wir bleiben noch ein bisschen auf Distanz, solange es geht. Aber ich sehe schon, wir werden gerade beschossen, deswegen müssen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen bewegen. Also wie gesagt, mir fehlt hier gerade echt so ein bisschen so eine Energieanzeige, dass man einfach mal sieht, wie weit man ist und dass man auch mal Mitteilung bekommt, hey, hör mal, du wirst gerade hier von ziemlich vielen Seiten angegriffen, weil bei dem Lichtgemetzel, ich finde, das sieht grafisch super schön aus, gar keine Frage, aber es ist echt anstrengend, da mal durchzuschauen, wer gerade auf wen schießt. Ich meine, gut, manchmal haben die anderen noch eine andere Waffe, das macht es ein bisschen leichter. Zum Beispiel konnte ich so den hier dazwischen den Reihen dann ausmachen, aber insgesamt. So, komm, wir versuchen es mal mit Plasma. Ich meine, ja, es ist noch Early Access, ne? Deswegen, man muss ja da, das dann immer mit einem gewissen Blick sehen alles, aber so bei den
verschiedenen Waffenarten würde ich mir doch mal wünschen, dass man da irgendwie eine kleine Info kriegt, was gegen was mehr Schaden macht. Wow, wir haben das schon geschafft. Sehr schön. Crimson Carrier detected in nearby Simsim. Okay, da sind dann die nächsten unterwegs, die uns ärgern wollen. Und wieder einmal dürfen wir die gegnerische Flotte zerstören. So, wir wählen dich, Pikachu. Nein, wir wählen dich, du bist näher dran. Ich frage mal, ob die Schildfarbe darüber Aussage trifft. Also, dass wir dann jetzt entsprechend hier mit den meisten Schaden machen, weil das ein roter Schild ist. Das wäre interessant. Ich habe keine Ahnung, ob es ist. Ich würde es jetzt einfach mal optimistischerweise unterstellen und deswegen ballern wir jetzt einfach mal entsprechend auf der Gerät. Oder erstmal auf der Gerät da unten, weil der Gerät nämlich auf uns ballert. Komm. Alter, der ist relativ wendig, der kleine Racker. Ach egal, komm, wir machen jetzt hier bei einem Dicken weiter. Bringt das eigentlich was, wenn wir irgendwie am Antrieb oder so mal hingehen und von da ballern? Oder ist das jetzt sowieso egal, weil wir sowieso quasi ihn fast down haben? Man weiß es nicht. Ich teste mal die Tasten weiter durch, ob man auch die Sekundärwaffe wechseln kann. Oh, Moment, erstmal muss ich gucken, ob man den hier nicht von Funktionieren zu kaputt und tot wechseln kann. Also ich muss sagen, das Aiming ist hier doch relativ schwierig, weil es ist sehr schwer vorauszuahnen, wo die langfliegen. Aber da ist es sehr gut, dass ich meine Homing-Missile habe. Mal ganz kurz. Ah, Mist. Jetzt hat er mich dann doch mal endlich ins Video gesehen. Also das ist endlich nicht, dass ich das unbedingt wollte, aber er hat es halt jetzt gemacht. So, ein anderes Schiff ist down, das ist schön. Ja, ich versuch's doch mal mit einer anderen Waffe, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich nicht wirklich Schaden ausrichte. Die anderen Schiffe sind viel schneller down gegangen. Oder ich richte allgemein gegen die großen keinen Schaden aus und müsste eigentlich sowieso eher auf die kleinen gehen. Man weiß es nicht. Na, du bleib doch mal hier, du Lümmel. So, hab ich dich. Ach, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Bam, hab ich dich. Ja, so langsam kriege ich ein bisschen besser den Dreh raus. Nicht falsch verstehen, nicht, dass ich jetzt sage, ich weiß, was ich hier tue, aber ich habe eine etwas bessere Ahnung davon, was ich hier tue. Ich glaube, darauf können wir uns verständigen. Wie gesagt, so eine Untermalung, was denn hier was ist und womit man mehr Damage macht, das wäre Gold wert. Aber darauf müssen wir wohl leider verzichten. Ich hätte mir auch mal ein bisschen mehr die Steuerung angucken müssen. So, ich teste mal eben kurz noch so ein paar Tasten durch. Passiert soweit nichts. Ah! Ja, außer dass ich stehen geblieben bin und deswegen gestorben bin. Aber hey, wir haben die Mission trotzdem geschafft. Wey! Hive Ships detected in nearby system. So, destroy enemy fleet. Sehr gerne doch. Ja. Ach da! Komm, nimm mal die Quad Laser, die finde ich cool. Machen wir erstmal den Lümmel hier platt, der uns nervt. Und du nervst uns auch ganz schön, lieber Lümmel, böser Lümmel. Zack. Haben wir noch jemanden? Nee. Gut, dann auf zur Front. Komm, ihr beide steht euch so schön gegenüber, da helfe ich doch mal meinem Homeboy hier mit. Ich würde sogar mal so ein großes Schiff steuern, da hätte ich irgendwie Bock drauf.
Aber ich glaube, wir sollen uns erstmal um die ganzen Feinde hier kümmern. Komm. Ich habe doch gleich. Zack, denn nächstes Platz. So, dann machen wir dich als nächsten. Wunderbar, nicht, dass das meine Treffer waren. Ich weiß, das waren überwiegend die von meinen Kollegen. Aber hey, Hauptsache er ist platt, oder? So, nächster Platz. Ich glaube, diesmal haben wir sogar tatsächlich so einen gewissen Beitrag dazu geleistet, den Platz zu machen. Und das können wir auch für den behaupten. Ja, können wir jetzt auch. Na komm, ich will auch meinen Beitrag bei dir leisten. Also, bis wir einmal platt werden. Hui! So. Machen wir dich platt? Nein! Du sollst nicht uns platt machen, Manno! So, komm, wir kümmern uns mal hier um Captain Proton. Hoffen, dass wir auch überhaupt ein bisschen Damage an dem machen. Ach, guck an! Ich habe die Taste endlich gefunden, mit der man das wechselt. Mit Alt! Und da findet man Torpedos. Und ich wette, die Torpedos sind gegen die ganz dicken Schiffe hier Gold wert. Scheinen auch einen ordentlichen Bums zu haben. Boah, die haben auch gegen die normalen Schiffe einen ordentlichen Bums. Nein, verdammt. Entweder wurde ich einfach nur beschossen oder ich war zu nah dran. So, was haben wir noch? Homing Missile oder Torpedo? Okay, nur die beiden. Dann würde ich sagen, nehmen wir weiterhin den Torpedo. Und schicken erstmal schön eine Welle an der Zerstörung gegen das Schlachtschiff. Beziehungsweise gegen das Trägerschiff, muss man ja korrekterweise sagen. Ach toll, ey. Jetzt fangen die auch noch meine Torpedos auf die Lümmel. Die sollen noch durchdringen zum Schlachtschiff. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach hier vorstehen bleiben. Und dann entweder treffe ich das Schlachtschiff oder das Schiff, was da gerade rauskommt. Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Allerdings ist hier jetzt natürlich wieder das Problem, ja, auch dass ich beschossen werde. Aber dass man entsprechend ein bisschen besser zielen muss damit. Ach, guck an, da unten ist ja noch einer. Na egal, wir kümmern uns. Ach, ich wollte gerade sagen, wir kümmern uns erstmal um den, aber das hat sich ja dann auch erledigt. Wir kümmern uns ja ganz genüsslich um ihn hier kümmern. Ach komm, wir nehmen mal Plasma. Finde ich ein bisschen besser, hat mehr Bums, habe ich so einen Eindruck. Oh, der Lümmel schießt uns hier entgegen. Oder schießt. Ne, der schießt auch auf das große Raumschiff aus. Okay, dann ist alles gut. Ich würde sagen, ich schieße mal auch auf die Stelle, wo mein Schiff hinschießt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Effekt hat, aber ja, es war jetzt zumindest nicht komplett verkehrt, sagen wir so. Ach komm schon, ich will dich auch mal treffen. Ja, ja, oh, so knapp. Ja, gut, jetzt habe ich mich leider selber in die Luft gejagt. Okay, das hat auch die Frage, die mir noch im Geiste schwebte, geklärt, ob man denn Schaden kriegt, wenn man selbst in der Nähe eines Torpedos ist. So, dich hätten wir auch platt. Kann man den eigentlich platt machen? Jo, kann man. Schön. Jetzt die große Quizfrage. Wo ist hier noch was? Ich sehe gerade einfach nichts. Vielleicht bin ich auch noch blind. Moment, da unten, der schießt sehr viel. Heißt da hin? Ach, du, nee, du jetzt nicht, oder? Auf wen schießt du denn? Ach, auf den! Ach, hinter mir hing die ganze Zeit einer und das sagt keiner. Ja, so eine Meldung oder Funk wäre nice gewesen. Und das war's. Der kleine Lümmel hat uns also noch gefehlt. Okay. Hive-Schiff detected in nearby system.
So, wieder mal die gegnerische Flotte zerstören. Ich frage mich gerade, ob es das war. Also jetzt nicht nach dieser Mission, sondern jetzt wirklich einfach nur, ja, dann spawnst du da, dann ist da eine Flotte, die machst du platt. Dann spawnst du hier, da ist eine Flotte, die machst du platt. Und ansonsten machst du nicht mehr, weil das Spiel dann vorbei ist. Fände ich schade. Fände ich verschenktes Potenzial. Das ist verschenktes Potenzial an meiner Feuerkraft. Aber gut. Selbst schuld. Ja, ich zahl's nur einfach mit dem Blechermünze heim. Keine Ahnung, ob das bringt. War jetzt, wie gesagt, zumindest nicht verkehrt. Ach komm. Der schießt so schön schnell. Nehmen wir den, der gefällt mir. Alter, das ist echt ziemlich mies so. Ich bin ein bisschen nah an dir dran. Das hilft zwar bei meiner Trefferquote, aber. Apropos Quote, ich fände auch mal eigentlich ganz schön, wenn man hier irgendwie sowas sehen würde wie Punkte, Anzahl der Abschüsse. Schau mal, einfach mal so ein bisschen Statistik. Das finde ich eigentlich nie so ganz verkehrt, aber. Ist jetzt scheinbar nicht der Fokus von diesem Spiel. Gut, wir jagen mal wieder ein paar Torpedos raus. Oh, ich merke schon, ich kriege hier ordentlich auf Fresse. Ballern die meine Torpedos ab? Geht das? Scheint so, oder? Egal, ich habe genug Torpedos für alle dabei. Aber ich glaube, der schießt gerade auf mich. Beziehungsweise er zielt zumindest auf mich. Nein, er zielt auf irgendwas oder irgendwen anders. Okay. Soll mir natürlich an der Stelle recht sein. Wir fliegen einfach mal schön rum und ballern weiter dieses formschöne Schiff ab. Also wie gesagt, an sich macht das Spaß, gar keine Frage. Ich finde es lustig, so ein dreidimensionaler Raumshooter quasi. Aber andererseits denke ich mir, kommt da noch was? War es das jetzt? Oder was passiert jetzt hier? Ach komm, ballern wir mal ein bisschen den Antrieb kaputt. Freut er sich bestimmt auch. Oh, ja, wäre ich mal weitergeflogen und nicht stehen geblieben. Stimmt, ich hatte ja relativ wenig Schild nur noch. So, wo sind sie? Da. Fangen wir direkt an, aus der Distanz zu ballern. Wir können jetzt natürlich auch einfach hier hinten stehen bleiben. Ich mach's einfach mal testhalber. Und wir ballern einfach mal drauf. In der Hoffnung. Oh nein, wir werden beschossen, sehe ich gerade. Das sollten wir lassen. Also irgendwie sind meine Torpedos ein bisschen auf Abwägen, habe ich den Eindruck. Oder das Schiff bewegt sich einfach und meine Torpedos sind zu langsam, als dass es das erwischt. Ah, es scheint tatsächlich, dass sich das Schiff bewegt. Aber jetzt dürfte ein bisschen was einschlagen, hoffe ich. Bäm, ja, da hat es ein paar Mal Bumm gemacht, das ist schön. Mein Schild hat sich auch wieder regeneriert und das Schiff ist weg. Sehr schön. So, hier sind auch noch bestimmt ein paar. Jawohl, da zum Beispiel. So, wie kriegen wir dich denn jetzt am besten erwischt? Ja, so anscheinend. Sehr schön. Ach, Manno, komm schon. Wo sind sie? Wo sind sie? Hallo? Ach, da hinten. Kommen wir vorhin einfach mal ein paar Raketen auf die Distanz. Die werden sich schon ihre Ziele suchen. Hoffe ich zumindest, dass ich so ein paar Sachen brenne. Das könnten Ziele sein. Aber leider sind die dabei abzuhauen, deswegen. Ist an sich aber auch nichts mehr, ne? Ach, da hinten wird noch. Oh, ich fliege die ganze Zeit in die falsche Richtung gesteppt. Gut, dann auf einmal rüber. Schicken schon mal unsere Raketen voraus. Also ein Turbo, das wäre jetzt auch schon geil. Aber. Okay, mit Schiff können wir nur.
Gut, mit Schiff können wir noch ein bisschen steigen. So, Crimson Ship detected in nearby system. Okay, da ist es scheint scheinbar immer das gleiche zu sein. Deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt hier einfach mal raus aus dem Level. So, Moment, Level Select. Einfach mal gucken. Ach, guck an. Man kann sich einfach so die Level aussuchen. Ja gut, okay, das wollte ich eigentlich nur wissen. Okay, ihr Lieben, mein Fazit, das hat auf jeden Fall Potenzial. Ich denke, wenn es eine Multiplayer-Funktion bekäme, das finde ich sogar noch um einiges geiler, weil ich mir das im Multiplayer sehr lustig vorstelle, dass man sagt, jeder hat so seine Flotte. Oder was auch geil wäre, wenn man das große Schiff hier steuern könnte. Ansonsten muss ich leider eine Sache negativ anmerken, denn die Sache, dass man sogar keine Punkte hat, dass man irgendwie nicht so recht weiß, warum schieße ich überhaupt? Ja, da sind feindliche Schiffe, baller die ab. Okay, schön. Und jetzt, da sind feindliche Schiffe, baller die ab. Ist mir noch ein bisschen zu plump, offen gesagt. Vom Gameplay her ist es, wie gesagt, super, aber ich wünsche mir da echt noch was. Also es muss jetzt keine Story sein, aber irgendwie so ein Punktesystem, vielleicht auch RPG-Elemente, weil es soll ja auch ein Adventure sein, dass man da Erfahrungen sammeln kann oder irgendwie wenn es ein Adventure ist, dann vielleicht doch ein bisschen Handlung hat. Also irgendwas müsste da meiner Meinung nach noch kommen. Die Grundlage ist schon mal gut, aber wie gesagt, da fehlt noch ein bisschen was. Es ist ja noch im Early Access, von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Und ihr Lieben, ich bedanke mich dann erstmal an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei einem meiner Let's Play Projekte oder beim nächsten Angezockt. Ihr Lieben, bis dann. Tschüss, Sikowski.